Sie sich hier bitte. Fehlt noch mein Trainer? Fehlt mein Trainer noch? Ja. Ich mag schon die Weihnachtswünsche. Ja, genau, schon. Da ist er. Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem letzten Bundesligaspiel im Jahr 2019 zwischen FC Bayern und dem VfL Wolfsburg. Ich darf die beiden Chefcoaches Oliver Glasner und Hansi Flick begrüßen. Und wie immer, das werden wir nicht ändern, im nächsten Jahr auch nicht, zunächst das Statement, die Einschätzung der jeweiligen Trainer. Bitte, Oliver. Ja, Gratulation an Hansi und den FC Bayern München zum Sieg heute. Natürlich für uns bitter, weil der Siegtreffer so spät gefallen ist. Ich denke, wir haben es den Bayern heute sehr, sehr schwer gemacht. Wir haben über große Strecken des Spiels sehr, sehr gut verteidigt und waren dann auch immer wieder gefährlich nach vorne. Hatten auch die 3-4 Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen, leider eben nicht genutzt. Und ja, am Ende dann wurden die Beine immer schwerer, ab der Druck von Bayern auch dann immer größer. Und mit einer Unaufmerksamkeit haben die Bayern das ausgenutzt und dann gewonnen. Also schade für uns, weil mit dem Auftritt war ich sehr, sehr zufrieden, wie wir das hier gemacht haben. Und wir nehmen auch viel Positives mit, obwohl es heute auch nicht zum Sieg gereicht hat. Und ja, jetzt gehen wir alle mal in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub und werden im neuen Jahr mit vollem Elan wieder angreifen, damit wir uns hier verbessern und auch vielleicht solche Spiele gewinnen können. Danke sehr. Dankeschön. Dann bitte die Einschätzung von dir, Hansi. Ja, ich kann einem nur zustimmen, dass Wolfsburg es sehr, sehr gut gemacht hat. Das hat uns natürlich auch, ich sag mal, in unserer Spielweise, klar, wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, hat natürlich auch mit zu tun, dass das Wolfsburg wirklich sehr gut verteidigt hat, die Räume sehr geschickt auch zugemacht hat. Und ich sag mal, heute bin ich einfach stolz auf die Mannschaft, weil ich glaube, sie hat sich in den Spielen auch zuvor heute auch verdient, den Sieg, weil wir hatten gegen Leverkusen und gegen Gladbach viele, viele Chancen, haben da 3 Punkte jeweils liegen lassen. Und heute haben wir mit dem Willen wirklich bis zum Schluss auch, genauso wie in Freiburg, an den Sieg geglaubt, an uns geglaubt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und genau das ist auch eine Sache, die mich sehr stolz macht, dass die Mannschaft so als Team auch wirklich zusammenwächst und das auf dem Platz auch zeigt. Und dann natürlich sich heute mit den 3 Punkten wirklich auch belohnt. Also von daher freuen wir uns natürlich alle. Und ich glaube, alle Mannschaften, die international auch dabei sind, glaube ich, denen tut so eine Pause, so eine kurze, auch wenn es nur eine kurze Pause ist, sehr, sehr gut, weil auch wir haben heute 11 Feldspieler gehabt, also Profi-Feldspieler. Und Javi fällt länger aus, der wird 6 Wochen mindestens pausieren müssen, hat eine schwere Muskelverletzung. Also von daher ist es für uns bitter. Ich hoffe natürlich, dass wir, ich sag mal, einige noch wieder an Bord bekommen, wenn es am 4. weitergeht. Dankeschön. Dann, wie gewohnt, Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen bitte und aufs Mikrofon warten. Hier vorne bitte. Erste Frage an Herrn Flick. Wie fühlt sich ein Joshua Zirkzee gerade nach dieser Woche? Wie ist sein Auftritt in der Kabine? Wie erleben Sie ihn gerade? Also gerade erlebe ich ihn, dass er ein Grinsen auf dem Gesicht hat. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber es ist so, dass es, ja, wir müssen jetzt wirklich behutsam mit dem Jungen umgehen. Das werden wir auch tun. Und der ganze Verein ist da in der Verantwortung. Sie trainieren seit knapp 6 Wochen mit uns mit. Und es ist einfach auch gut, auch für den Verein, für den Campus gut, dass junge Talente einfach auch immer wieder die Möglichkeit haben, mit den Profis, mit Weltklassenspielern auch trainieren zu können. Also von daher glaube ich einfach auch, dass es dann auch eine Entwicklung stattfinden kann, eine gute Entwicklung stattfinden kann. Aber entscheidend ist natürlich auch eine gewisse Mentalität mitzubringen und darauf schauen wir natürlich auch. Und deswegen ist es schön, dass er uns mit 2 Ballkontakten jeweils auf die Siegerstraße gebracht hat in Freiburg und jetzt auch gegen Wolfsburg. Aber das Leben geht weiter. Es ist morgen schon wieder ganz, ganz anders. Und deswegen gilt es ja einfach auch, ist eine Sache des Vereins, dass wir dieses behutsam begleiten. Mitte links, dahinter bitte. Herr Flick, wann dürfen wir denn mit Neuigkeiten zu Ihrer Person rechnen oder gibt es die vielleicht sogar schon? Nein, wir haben das immer gesagt, dass wir nach dem Spiel uns zusammensetzen. Und ich denke, wir werden morgen die Zeit finden. Ich bin nicht heute schon auf dem Sprung, also ich habe noch morgen noch Zeit. Und dann schauen wir einfach, wie es dann weitergeht.
Gibt es noch ein Handzeichen nochmal hier vorne? Ja? An Herrn Glasner noch eine Frage. In die Winterpause gehen Sie jetzt mit einer Niederlage beim vermeintlich stärksten Gegner, wo man überhaupt antreten kann. Wie sind da jetzt die Pläne für die Rückrunde? Fokus auf die Bundesliga. Sie sind ja auch noch in der Europa League vertreten. Ja, Fokus auf jedes einzelne Spiel und auf die Entwicklung von uns als Mannschaft. Und es ist ja nur eine ganz kurze Vorbereitung auch von 2 Wochen, was dann schön ist, dass die Europa League erst am 20. Februar beginnt. Also auch hier haben wir ganze Wochen zum Trainieren. Wir hatten ja jetzt im Herbst kaum Zeit, um Dinge zu verändern und Neues einzustudieren. Für das bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, wie man auch heute gesehen hat, wie wir schon auftreten. Und hier geht es einfach, diesen Weg weiterzugehen, an vielen Dingen noch Details zu verbessern. Und die wird die Herangehensweise sein fürs neue Jahr. Keine Meldung mehr. Dann vielen Dank, die uns alle begleitet haben. Frohe Weihnachten Ihnen allen im Namen des FC Bayern. Guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Das gilt natürlich auch unseren Gästen und Hansi Flick. Danke. Danke auch. Danke.